gibt es dieses Gedicht, er stand auf seines Daches Zinnen und schaute mit vergnügten Sinnen auf das besetzte Samos hin. Ja, und dann spricht er zu Ägyptens König, ich weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, bitte? Das alles ist mir untertänig. Dies alles ist mir untertänig, gestand er zu Ägyptens König. Gestehe, dass ich glücklich bin. Genau, da dachte ich, Donnerwetter, das muss ein cooles Gefühl sein. So Herrscher über Samos, das ging richtig so als Welle durch mich durch, dass der Schiller da einen Zustand beschrieben hat, der irgendwie, ja, der macht was mit einem. Da sagt man, cooles Gefühl, ja, ist alles meins, gehört jetzt mir. Das ist mir alles untertänig. Und das ist so eigentlich die Ego-Stoppe, die wir hier ständig feiern und zelebrieren auf allen Ebenen. Und solange wir die nicht durchschauen, solange wir nichts vom Rumpelstilzchen wissen, das uns hinten am Kragen hat, ja, merken wir nicht, was wir tun. Da gilt dann wieder der wohlmeinende Satz Jesu, ja, am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wissen die wirklich nicht. Die sind ferngesteuert. Ein Mensch im Ego-Modus, wenn der im Entscheider und Beobachter hier absäuft, ist also nahezu völlig unbewusst. Manchmal frage ich mich, gibt es nicht doch ein paar Prozent, die da was reflektieren, beim einen oder anderen ja, bei mir zunehmend, ja. Ich bringe dieses schöne Beispiel so, nur um mal Ego-Modus zu verdeutlichen, wie ich es peinlicherweise, muss ich mir ja zugestehen, neulich erlebt habe, so vor so ein paar Wochen. Ich war im Lindauer Getränkemarkt, parkte etwas uneinfühlsam zügig aus und wollte weg. Neben mir ist eine Frau, die gerade ihre Kisten mühsam da ins Auto gepackt hat und guckt mich bös an, aber wirklich bös, ja, was mache ich? Pass auf, Angriff auf hohem Niveau. Alles klar? Ich wusste es sofort, Leute, ich wusste es, einer, wie kannst du? Muss denn das sein? Ja, also während ich es tat, wusste ich schon. Ja, dieses Bussi, dieses Luftbussi war natürlich der absolute Ego-Mist. Das war Angriff auf höchstem Niveau, voll daneben. Dann habe ich mir dafür vergeben. Das ist jetzt der Punkt. Und jetzt, ja, und wisst ihr was, ich will euch das erklären, weil da kann man es schön studieren. Ich dachte, Scheiße, jetzt ist es passiert. Und damit rennst du jetzt 6 Wochen oder 6 Monate noch rum. Und dann wusste ich, das ist die nächste Ego-Falle. Jetzt gehe ich nämlich in die Schuldgefühle. Und jetzt bete ich jeden Abend für diese Frau, ne? um Ablass meiner Sünden sozusagen. Ne? Rufe ich die im Geist sozusagen. Das wäre der nächste Wahnsinn. Ja? Merkt ihr, dann gehen wir sofort auf die nächste Ebene. Denn jetzt hat das Ego diesen Anker gesetzt. So, einer fühlt sich schuldig, hat er Mist gebaut, ist ja wunderbar. Festplatte, Ego-Sektor, ja, ist hochgefahren wie sonst was. Nicht? Und da habe ich mir gedacht, nein, da mache ich nicht mit. Nein, ich schaue das jetzt an, ich stehe dazu, ich habe das gemacht. Ne? Das ist eine Erfahrung, ne? So, diese, ne? Haben wir alle schon gemacht, auf irgendeine Weise, ne? Mach sie fertig, ne? So, erschlage sie mit Geschenken, ne? Kann man auch mit Geschenken so machen und so weiter, die Leute fertig machen, dass die Schuldgefühle kriegen, dass sie sich gleich verbiegen und noch tiefer verbeugen. Übrigens, Stichwort Verbeugung, habe ich noch ein nettes Beispiel. Margaret Thatcher, hat einen hohen Angriff gefahren vor der Queen, auf höchstem Niveau, aber wirklich höher geht's gar nicht. Und zwar, was sie machte, sie verbeugte sich vor der Queen fast bis zu ihren Füßen runter. Und man merkte, das macht die, wie man hier im Allgäu sagt, mit Fleiß. Absichtlich. Ja? Sie nach dem Motto, ich gebe dir so die Ehre, dass du umfällst. Ich mach dich fertig. Du alte Schnecke. Ich verhöhne dich. Eben, das war eine Verhöhnung. Es war keine würdevolle Ehrerbietung, so, ja, wie man das normalerweise ja gedacht hätte. Nein, sie greift an durch diese Bewegung. Es war so peinlich. Alle sahen es. Ja, ich habe das mal durch einen Reporter, habe ich das mal gesehen, wie das geschildert wurde. Und es ist Angriff. Ne? Es ist nicht schön. Und eigentlich macht sie sich selber fertig. Das ist klar. Wir wissen aus dem Kurs, das ist alles auf Projektion, es wirkt zurück. Das machen wir mit uns selbst. Dann geht der Satz Bernd Hellingers, in der Achtung der anderen erhalten wir uns selbst. Schöner Satz. Also
Hellinger hat schon ein paar coole Sachen da, nicht nur ein paar, er hat viele gute Sachen gesagt, ja. Und das fand ich schön, den Feind, auch einen Feind, zu achten. Das ist für mich also Teil des angewandten Kurses. Wie ich ein Interview hörte mit einem Kriminaloberinspektor AD München Mordkommission, der in einem Radiointerview auf B2 sagte, ich habe alle Täter, die ich verhört habe, geachtet. Keine Spielchen, kein Niedermachen, keine Halbpsychofoltermethoden und so weiter. Und die haben mir das zum Teil später gesagt, dass sie dankbar sind, dass sie so menschlich behandelt wurden, obwohl sie Täter waren. Und er sagte, ich war viel erfolgreicher als manche Kollegen. Ich kam eher zum Punkt, und dass die dann sagten, wissen Sie, ich war es. Ich habe sie umgebracht. Ich habe das und das getan, was auch immer. Ja? Und die haben ihm manchmal noch Postkarten aus dem Gefängnis zu Weihnachten geschickt. Weil da eine Beziehung, ja, es entsteht eine Beziehung auch zwischen diesem Kriminaloberinspektor, wie auch immer, ja, und dem Täter, das ist ja klar. Und der Kurs würde sagen, ja, so kann man Beziehungen nutzen für einen tieferen Prozess. Und zwar, es geht um Heilung, egal wie das Setting ist. Wenn es hier jetzt um Schuld und um Mord und Totschlag geht, ja, aber es sind zwischenmenschliche Beziehungen. Und die anderen, egal wer es ist und wenn es ein IS-Terrorist ist, ja, würdevoll zu behandeln, als Menschen nämlich, auf einer Metaebene sie als Menschen und Brüder zu sehen im Geist. Ich denke, das ist die Aufgabe, ganz klar. Denn so wie wir sie behandeln, ja, werden sie erstens uns wiederum sehen und wir können sie nur einladen zu einer Umkehr, wenn wir nicht ihre selben mörderischen Methoden benutzen. Denn sonst sind wir nicht sehr überzeugend. Wenn wir genau dieselbe Sprache sprechen wie die, ja, in dieser Fiesheit und Gemeinheit und in diesem Sadismus und was auch immer da läuft, dann können wir gleich anpacken. Da werden wir niemanden gewinnen können. Das funktioniert ja nicht. Kann nicht funktionieren. Dann sagen die Süßte, du bist ja genauso ein Schwein wie ich. Na, dann können wir ja fleißig so weitermachen. Ist ja wunderbar. Dann führe ich ja hier einen gerechten Krieg. Ich sehe ja, was für ein mieser Typ du bist. Ne? Und aus der Schiene wollen wir heraus. Also, wir schauen hier immer wieder auf das Hindernis, das uns von der Liebe trennt. Und wir fühlen uns subjektiv getrennt von der Liebe, von der Quelle, denn wir kennen ein Gefühl nur zu gut. Und das ist Hunger. Alle haben Hunger. Nicht nur mittags um eins, denn langsam so, dass sich das Bäuchlein füllt, ja, das ist klar, wir müssen essen, trinken, das ist gar nicht so sehr gemeint, sondern diese Sehnsucht nach Erfüllung. Was wird mir Erfüllung geben? Wie komme ich daran, ja, dass ich einen ständigen Mangelzustand eigentlich in meinem Geist, das ist ein geistiges Problem, den bekämpfe ich, diesen Mangelzustand. Und das führt zu dem, was wir dann hier in dieser Illusions-Ego-Käse-Glocken-Weltbild, in diesem Illusionsbereich als besondere Beziehung bezeichnen. Und besondere Beziehung gehen wir ein, nicht nur mit Menschen, also nicht nur in der Paarbeziehung, wo es natürlich hervorsticht, sondern natürlich auch mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, also hierarchischer Struktur auch wieder, und mit dem Chef und mit den Untergebenen und mit den Politikern und mit den Menschen des Dorfes und dem Bäcker und dem Metzger oder wie auch immer das ist, ja, mit dem Professor, was auch immer es sind, können überall entstehen besondere Beziehungen. Und sie sollen uns einen Gewinn bringen. Wir erwarten was daraus. Ja? Denn das berühmte Beispiel, das ich immer gern bringe, ist ja, ihr seid auf einer Party und ihr steht da so und da stehen andere und plötzlich geht die Tür auf. Und da kommt ein Mensch rein, den er noch nie gesehen hat. Und die erste Frage im Ego-Modus ist, welchen Vorteil werde ich durch ihn haben? Was wird er mir geben können? Hunger. In dem Modus wäre die erste Frage, was kann ich für ihn tun? Wie kann ich ihm zu Diensten sein, dass er das Höchste in sich erkennt? Das wäre die andere Variante. Aber wer denkt das schon, ne? Fehlt Ihnen was? Brauchen Sie was? Oder was? Ja, so in dem Sinne, nicht, dass ich einfach mein Herz öffne oder ihn anfange zu lieben sofort, ja, das Höchste in ihm sehe. Noch nicht mal Mangel, sondern das Höchste, gerade das Höchste. Und sehe meinen Bruder im Geist. Uns trennt gar nichts. Wir sind eigentlich eins. Aber da sind wir noch nicht so ganz. Wenn wir ehrlich sind, so die Situation so, wir müssen den Ego-Modus studieren,
wissen wir, wie das Programm abläuft und wenn es abläuft, dass wir es dann auch erkennen können. Denn wenn ich gar nicht weiß, was läuft und nichts verstehe, ein ungeschulter Geist kann nichts erreichen. Vorwort mit zu den Übungen Kurs. Warum sind diese 365 Lektionen ja der Kern des Kurses? Da hat sich die geistige Welt, sprich Jesus hier in diesem Sinne, was gedacht, dass wir über diese Übung in eine tiefe Selbsterfahrung kommen und sehen, was hier eigentlich auf unserer Festplatte abläuft. Diese Übungen helfen nur, wenn man sie macht. Wenn man sich da jeden Tag wieder artig hinsetzt und dann zur vollen Stunde, na gut, da wird es dann schon schwieriger. Ja, und die schlimmsten Übungen sind ja die, alle 15 Minuten den Tagesgedanken bewegen. Ja, da kriegen ja die Leute einen Vogel, ne? Ist ja klar. Und dann vergessen wir das aus, macht niemand perfekt. Wenn ihr vor 5 Jahren bei der Übung 169 aufgehört habt, und jetzt nehmt ihr das Buch hochmotiviert wieder raus, fangt ihr nicht bei 1 an. Denn ihr habt ja 169 Übungen gemacht. Jetzt kommt welche Übung? Die 170. Genau. Ja, die kommt dann. Und nicht wieder bei 1. Denn die schaffen das, die machen wieder bis 169, da haben sie wieder einen Hänger und dann hören sie wieder 3 Jahre auf und dann fangen sie wieder. Also das wäre verrückt, das wäre absurd. Wenn man 169 gemacht hat, war das ja nicht umsonst. Ich kann doch diese Übung nicht machen, ohne dass was in mir passiert. Ich bin doch einen Weg gegangen und das wollen wir doch mal wertschätzen und sehen da und Vertrauen haben in diesen Weg. Also 170, dann geht es da weiter. Aber ich habe da schon die wildesten Sachen, ich kriege ja viele E-Mails zum Kurs und was die Erfahrungen so sind und ich verstehe das ja auch, das frustriert dann und ich komme nicht über 169 hinaus. Ich würde sagen, du bist bei 170, fertig. Und jetzt geht es da weiter, bis wir durch sind. Und dann beginnt der Kurs, ne? Wie es so heißt, dann geht es erst richtig los, weil wir sind ja noch auf der Reise, auf dem Weg, ist ja klar. Gut. Also ein Mensch, der sich hier in diesem Ego-Modus befindet, und das tun wir ja alle ständig irgendwo, wir pendeln übrigens immer hin und her. Entweder sind wir hier oder dort, eigentlich immer zu 100% streng genommen. Wenn wir im Frieden sind, sind wir im Frieden. So ein bisschen Frieden geht eigentlich nicht. Ja, entweder ist es wahrhaftig und echt, so 2000 Meter, 3000 in den Alpen, der Sonnenaufgang, oh, schön. Und dann, ja, dann ist alles weg. Dann ist Reinhard weg, die Geschichte weg, meine Bankschulden sind weg. Ist alles weg. Da denke ich doch nicht mehr an sowas, an so ein Pipifax. Ne? Die Diktatur des Pipifax hört da auf. Dann bin ich, das sind Naturerlebnisse, können sowas bewirken, auslösen, dass ich plötzlich so ganz tief innen sage, ach, ist alles wunderbar. Ja, weil ich vergesse meine Story, meine Geschichte, all den Stress, nicht? Den ganzen Lärm. Und, oder klassische Musik, gute Musik, wie auch immer. Jeder hat da so seine Dinge vielleicht. Aber davon sollte es nicht abhängig sein. Wir wollen da ja auch hinkommen ohne diese Hilfsmittel. Ja? Nicht? Der Punkt ist ja, dass wir die Macht der Entscheidung in unserem Geist erkennen und sagen, und jetzt kann ich mich hierfür entscheiden und das hier anders anschauen. Meine Aggression gegen die Frau mir vergeben und sagen, kann passieren. Ich habe in Wahrheit nur mich angegriffen. Denn ich konnte dieser Frau in Wahrheit nie etwas geben oder nehmen, denn sie hat das Höchste in sich. Das sind jetzt Haltungen im Kurs, die wir durch die Übung auch lernen. Wir können niemandem etwas wegnehmen, streng genommen. Geistig gesehen, auf der höchsten Ebene gesprochen, stimmt das. Ich kann dem anderen nicht seinen göttlichen Kern rauben. Das geht ja gar nicht. Den habe ich wie er oder sie, ja, den haben wir alle. Da kann nichts schief gehen. Aber ich kann in dem Sinne auch niemanden, dass ich sage, der ist aber hilfsbedürftig, so, ja, das mag äußerlich formal so sein, aber innerlich auf einer höchsten Ebene kann ich ihm gar nichts geben. Er hat ja alles. Er sitzt auf einem Schatz im Acker, ja, und weiß nicht, dass er auf diesem Schatz sitzt. Und die Frage ist, fängt er an zu graben und guckt in seinem Garten, auf seinem Acker nach, was er da finden kann, ob da was ist. Wir graben bitte immer im eigenen Garten. Nicht bei anderen Leuten nach Erdöl suchen oder Gold oder dem Schatz im Acker. Ja? Wir graben gerne bei anderen, weil da scheint es leichter zu sein. Das ist Unsinn. Das macht jeder für sich alleine, im stillen Kämmerlein und wie auch immer. Ja? So, das ist der innere Weg. Gut. Also wir erleben ständig, mehr oder weniger ständig, doch auch Mangelzustände.
Und das ist das Hungergefühl. Der Hunger treibt uns um. Das ist so die Unruhe auch, wenn Menschen vor diesem seltsamen Gerät sitzen, das man Fernsehen nennt. Jetzt dieses Zappen, ne? Von einem Kanal zum nächsten. Und dann sind wir hungrig nach Bildern. Ach, das Bild ist schöner. Nee, war auch nichts. Jetzt geht's weiter. Das nächste Bild, nicht? Und wir suchen nach Bildern, wir suchen nach einer Erfüllung auf einer Ebene, wo wir sie nie finden werden. Und zum Schluss haben wir 3 Stunden gezappt und das war's dann. Und dann liegen wir frustriert im Bett. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir sagen, ja, damit höre ich mal auf. Mit gewissen Dingen, ja, dass ich da sage, da nehme ich Abstand vor. Das hilft, bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Es wäre sinnvoller, die Augen zu schließen und sich dem Hungergefühl zu stellen. Und das Hungergefühl ist nagend. Das ist auch unangenehm. Da kommen auch Ängste hoch. Nach dem Motto, muss ich hier verhungern? Ja, das glauben viele. Das kann sich in Existenzängsten spiegeln. Dass ich glaube, morgen habe ich kein Geld mehr, kein Gehalt, keine Rente, komme ich sowieso nicht hin und es wird alles genommen und so weiter. Ja? Weltverschwörungstheorie inklusive. Diese ganze Soße, die da ständig auch im Internet und überall da hin und her geschoben wird. Ich mache da nicht mit. Ich könnte entscheiden, da nicht mitzumachen. Will ich das wirklich glauben? Dass das Ego-Denksystem ist die Verschwörung, das ist es schon. Dass ich glaube, hier in einem Körper rumzulaufen und Hunger haben muss, das ist schon die Verschwörung. Wir machen ja eh schon mit. Wer hier erscheint, der hat schon ein Problem. Und ob er einen Körper hat oder nicht, im Diesseits oder sogenannten Jenseits, ist das alles dasselbe. Da ist ja nicht der Himmel im Jenseits. Er hängt ja immer noch fest. Er ist ja nicht erlöst. Überhaupt nicht. Deswegen reinkarnieren ja die Leute und träumen sich einen neuen Traum, ja, in einen neuen hinein, in einen neuen Körper. Das haben wir wahrscheinlich tausende Male gemacht, zigtausende Male. Was hat es gebracht? Nichts. Wann passierte es? Jetzt. Es passierte eigentlich alles jetzt, immer jetzt. Ja? Und wir hängen in dieser Matrix drin. Und die Matrix zu durchschauen ist wesentlicher Teil des Kurses. Dass ich weiß, womit ich es zu tun habe, und wie ich es überwinden kann, wo die Hilfe ist. Schauen wir uns das nochmal genau in Zeitlupe an. Die Ego-Strategie und Frage lautet, wie kann ich der Virus, ja, das Ego als Programm, nicht, dem Wirt, also Reinhard, so meine ich als geistiges Wesen, der ich hier im Mangelsystem festhänge, wie kann ich meinem Wirt einen attraktiven Ersatz für die Liebe bieten. Dass der nicht auf die dumme Idee kommt, hier zu graben im Garten an der richtigen Stelle, wo der Schatz liegt. Wie kriege ich ihn dorthin, wo nichts zu finden ist? Der wühlt den ganzen Garten um und sagt nach Tagen, ja, der Anstrengung, da ist nichts. Aber an einer bestimmten Stelle hat er noch nicht gegraben. Ne? Und dass er dann frustriert sagt, ich mache nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Es gibt nichts zu finden in meinem Garten. Ja? Wie kann ich ihn ablenken? Und Ablenkung ist das große Wort hier. Ja? Täuschen, ablenken, Spiegelkabinette, ja? Gruselkabinette, Zuckerwatte, irgendwo sinnlich ablenken, dass er nicht nach innen findet zu sich. Also die Hauptstrategie des Egos lautet, mach ihn geistlos. Dass er nicht erkennt, wer er in Wahrheit ist. Wir sind geistige Wesen. Ja, geistige Wesen, die von einer sehr irdischen Erfahrung träumen, könnte man sagen. Ja, hatten wir heute Morgen schon von der Conny, genau. Und wir haben uns dafür entschieden, offenbar. Wir hängen jetzt hier, wir müssen da anfangen, wo wir zu sein glauben. Das ist genau hier in diesem Raum, in einem Körper, mit anderen Menschen und so weiter. Das zu leugnen wäre dumm. Wir nutzen das Klassenzimmer, so. Und da setzen wir an. Und jetzt könnte uns klar werden, dass ständig Ablenkungen da sind in dem Sinne, dass wir Hoffnungen haben, das oder das bringt es jetzt. Da finde ich jetzt durch diesen Genuss oder irgendwelche Dinge finde ich Frieden. Und da ist natürlich hier Ebene 2 wichtig. Ebene 1, reiner Geist. Der ganze Schuldkonflikt, die Trennung von Gott läuft noch im Geist ab. Es gibt noch keine Körper. Das ist hier eine völlig andere, das ist der Urkonflikt, Ebene 1. Es ist wichtig, immer diese Metaphysik zu kennen. Das ist unser Problem mit der Liebe, mit Gott. Da sind wir ganz nah an der Quelle und glauben doch, getrennt zu sein. Und dann kriegen wir Schuldgefühle, einen solchen inneren Stress, dass wir nur noch flüchten können und das Ego sagt, ja,
jetzt wäre die Gefahr da, dass der sofort zurückgeht und sagt, ich will nicht getrennt sein, ich will wieder da in die Quelle. Und damit wir das nicht tun, muss eine Scheinlösung angeboten werden. Wir werden hineingezogen in Ebene 2. Und da ist dann die Illusion da, dass es Körper gibt und dass wir da in eine Projektion gehen können. Ja, bitte? Habe ich das richtig verstanden? Es ist eine Gefahr, dass wir zurückgehen? Dass in dieser Zone hier, wo wir hier waren, da gab es noch keine Körper, war die Gefahr groß für das Ego, den Virus, dass wir nicht mehr mitmachen und sagen, ich gehe zurück zu Papa. Ich will ganz im Geiste sein. Ich mache nicht mit bei der Idee der Trennung. Das ist ja so unangenehm, das Gefühl, es hat zwar was Attraktives und doch kriege ich die Krise. Ich habe Angst. Ich gehe sofort zurück. Aber die Angst wurde dann so groß und dass es wirklich ist, dass die Trennung uns gelungen ist und dass wir jetzt ein Schuldgefühl haben, dass wir sagen, ja, ich brauche eine Lösung, ich brauche eine Lösung. Naja gut, das Ego bietet Lösungen an. Aber es bietet welche an, die ihm dienen und die uns nicht zurückführen zur Quelle. Ist ja völlig klar. Ja? Also beim Topfschlagen haben wir das als Kinder gemacht. Wir haben dann denjenigen, der die Augen verbunden hatte, wenn der nah am Topf war, haben wir gesagt, kalt, kalt, kalt. Und dann ging er vom Topf weg. Und dann haben wir gesagt, warm, warm, warm. Und dann sucht er immer dort, wo er nicht war, der Topf, bis er es merkte. Irgendwann merken es alle, weil die anderen lachten sich schon krumm und dumm. Ja? So ungefähr, was für ein schönes Spiel, der findet den Topf nie. Ne? Das kann man ein, zwei Mal machen. Das darf natürlich keiner wissen, der dann die Augen verbunden hat. Ne? Und das fanden wir köstlich, ja? Wie wir den in die Irre führen konnten. Und er glaubte das, ne? Wenn wir sagten warm, dass es warm wird. Aber da war ja gar nichts. Der hat da rumgeknüppelt wie blöd, wir haben nichts gefunden. Ne? Und genauso sagt das Ego, suche, such Schnuffi, such, aber finde nicht. Ja? So, das ist ja immer, ne? So, da ist ein neues Objekt der Begierde, ja? Und sagen wir, Mensch, das müsste jetzt bringen, das brauche ich jetzt. Das ist die Sache. Ja? So. Noch was von etwas, was ich schon habe, noch ein bisschen mehr. Also eine Klientin sagt mir immer, ihr Vater hat jetzt den 10. Porsche gekauft. Den 10. Und ich sage, der wird auch noch den 11. schaffen und den 12. Wahrscheinlich geht das auch noch. Ne? Also das ist dann dieses Gefühl, jetzt, wenn ich jetzt noch einen habe, dann ist noch besser. Also vom selben noch mehr ist noch besser. Dabei hat das, was da ist, überhaupt nicht geholfen. Es bringt ja nichts. Es bringt gar nichts. Wir hängen immer noch in denselben blöden Gefühlen drin und den Porsche fahre ich eine Weile und dann ist es wieder uninteressant. Und das Gefühl, aber noch einen 11. zu haben oder einen 12., naja, 12 ist einfach eine schönere Zahl, ne, als 10, ist einfach mehr. Ne? Genau. Und mehr ist eben immer, das ist wichtig zu sehen im Ego-Modus, das Ego kennt nur Form, aber keinen Inhalt. Es ist formorientiert, deswegen der Trick mit den Körpern. Formen. So diese Form, ne? So männlich-weiblich, die ganze Soße. Ne? So. Und Formen sind wie eine Hypnose im Geist. Das ist so stark, wir glauben daran. Aber wenn die Form keinen Inhalt hat, ja, ist sie ja leer. Und Körper sind eigentlich leer. Jeder Quantenphysiker sagt uns, da ist nichts. Ne? Das ist eigentlich nur, ja, eigentlich nichts. Wir wissen gleich genau, was das ist. Materie und was sich da zeigt, das kapiert kein Mensch. Verstehen wir eigentlich überhaupt nichts. Ja? Und trotzdem glauben wir dran, dass diese Formen da sind. Ja? Also ich habe es noch nicht verstanden. Ja, bitte. Warum ist in der unteren Ebene ist das Ego schon aktiv? Oder? Oh ja, das Ego ist hier sehr aktiv, weil das ist der Beginn der Story, der Geschichte sozusagen. Und in die Ewigkeit, wo alles eins ist, kam eine kleine Wahnidee geschlichen und der Gottessohn vergaß, über sie zu lachen. Also diese Vorstellung von Trennung an sich, dass wir von Papa, von der Quelle getrennt sein können, die ist eigentlich unser urgeistigstes Problem. Und alles, was wir dann hier als Ersatz suchen, ist dann Folge davon. Deswegen, das ist die Metaphysik des Kurses, die muss man immer so ein bisschen im Hinterstübchen haben, um zu verstehen, was hier auf Ebene 2 läuft, in der Projektion. Das heißt, das Ego ist Voraussetzung, dass wir überhaupt in die körperliche Ebene gehen. Richtig. Etwas, was es gar nicht gibt, Trennung, ist die Voraussetzung dafür, dass wir Körper schaffen, die ein Symbol der Trennung sind, weil wir werden hier keine Verschmelzung heute schaffen, körperlich. Wir werden hier körperlich nicht ein Gottessohn, ein Mensch werden können. Das ist unmöglich. Körper sind ein Symbol der Trennung. Im Geiste können wir eins werden. Im Geiste sind wir in Wahrheit eins. Aber körperlich schaffen wir das nie. Körper können Krieg führen.
Körper gehen aufeinander los. Die nehmen Waffen, die schlagen sich die Schenkel ein. Das ist der Trick dabei. Das, der Geist aber weist den Körper an, Dinge zu tun. Der Krieg ist eigentlich auf Ebene 1, im rein Geistigen. Da, wo wir schlecht träumen, von Schuld. Und dann wird die Schuld projiziert auf Körper. Und dann sagen wir, ja, die haben uns das genommen. Die dahinter, laufen sie, holt sie euch, macht sie fertig. Aber wie ist der Virus reingekommen? Ja, ist da ein Keim? Jetzt kommen wir zu der Spielung. Von dem Göttlichen? Jetzt, ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Es war völlig klar, dass die kommt, ja. Das ist, nennt der Kurs die unmögliche Frage. Die Frage wird innerhalb der Täuschung gestellt. Genau, richtig, ja. Das ist ganz gemein. Ja, ich weiß, das ist eine ganz kritische und tricky und gemeine Frage, genau. Naja, ich versuch's mal. Nein, eigentlich ist die Frage unzulässig. Habe ich das jetzt gut gesagt? Weil sie keinen Sinn macht. Wenn diese Frage beantwortet werden könnte, müsste der Hintergrund der Trennung als solcher real sein. Ist es aber nicht. Es gibt keine Trennung. Wir träumen nur von Trennung. Ja? Und das können wir offenbar tun. Wie ich als Kind sagte, sucht mich mal. Ich glaubte wirklich, die können mich nicht sehen, weil ich meine Dunkelheit auf die anderen projizierte. Aber das war natürlich Unsinn. Die lachten. So. Und in Wahrheit ist eine Trennung nie geschehen, aber wir können glauben, dass sie geschehen ist. Und insofern sind wir in einen Bewusstseinszustand gerutscht, wo das für uns scheinbar wirklich ist. Scheinbar. Du hast gestern das Wort Schein sehr schön, ja, da in den Mittelpunkt gerückt. Genau, es ist alles ein Anschein. Also wir könnten sagen, hier ist nichts so, wie es scheint. Es ist eigentlich alles ganz anders. Gott sei Dank. Es gibt keine Trennung. Aber wenn wir glauben, dass es Trennung gibt, gibt es sie, Placebo-Effekt, subjektiv für mich. Und dann bin ich gefangen in einem Wahn. Und dieser Wahn bringt eine Welt hervor, und jetzt kommt der Härtetest, von der Gott nichts weiß. So, ich bringe jetzt Kurz, ja? Das ist Kurz eigentlich Metaphysik. Gott weiß nichts von unserer Welt und deswegen kann er auch nichts in unserer Welt tun für uns. Denn wenn er das könnte, müsste er genauso wahnsinnig sein wie wir und einen Porsche sehen und essen und trinken und Sex und Körper. Und davon weiß aber der reine Geist nichts, weil der reine Geist kennt keine Form. Da ist nichts. Da ist keine Form. Es gibt keine Trennung. Er ist in sich eins. Wie ist es mit dem Thema der Liebe, die ja sozusagen auch ihren Ursprung in der unteren Ebene hat? Das Thema der Liebe, ja. Hier ist die Liebe und wir wissen nichts von Liebe, streng genommen. In diesem Zustand, wir sind so verwirrt, wir haben eine Ahnung, eine Resterinnerung. Und diese Resterinnerung erleben wir nur in der Reflexion. Zum Beispiel, wenn Vergebung greift, wenn Vergebung verwirklicht wird. Also ich fahre jemanden an und der steht schwer verletzt auf und sagt, ach wissen Sie, macht nichts, kann ja mal passieren, ist mir auch schon passiert. Sie dürfen jetzt nicht traurig sein, dass ich mir den Arm gebrochen habe. Ich denke, was ist jetzt los? Aber ich bin doch schuldig. Und das wäre jetzt eine Reflexion für mich der Liebe, ja, wo der mir eine Tür öffnet und sagt, Sie müssen sich nicht fürchten. Oder wie ich es mal hatte, auch ein schönes Beispiel. Ich hatte mal in einer Aufstellung Leute aus dem Ex-Jugoslawien, eine Familie da und ein Mann. Und der sagte, ja, uns ist was Blödes passiert. Ein Familienmitglied hat einen anderen, also aus einer anderen jugoslawischen Familie angefahren und der ist dadurch gestorben. Und dann kam diese Familie des Opfers, sagen wir jetzt mal, auf den Fahrer zu und sagten ihnen, sie müssen nichts befürchten. Es ist für uns okay so. Da dachte ich, Donnerwetter, denn da geht die Blutsrache. Ja, da geht die Rache, die Familienrachefehde, da warten manche Menschen in Jugoslawien, die leben allein, weil da schuldhafte Verstrickungen sind, die warten auf ihren Mörder, dass die Gegenfamilie kommt und sie umbringt. Die leben isoliert für sich und warten eigentlich nur auf ihren Tod, das gibt es. Und wenn da Vergebung jetzt kommt, wie in diesem schönen Beispiel, dann, er sagte, wir atmeten alle auf, weil wir wussten, die werden keine Rache nehmen. Ja. Genau. Aber das Problem liegt ja dann darin, dass man dann das gar nicht annehmen kann, die Vergebung,
wenn er sich wirklich schuldig fühlt. Das ist richtig, das ist das nächste Problem. Völlig korrekt, genau. Was nützt mir die Vergebung, wenn ich mich verurteile? Ja, richtig, genau. Und hier, wir sind hier in einem Bereich des Lernens und das ist hier ein Prozess. In dem Moment, wo mir als Schuldiger, wo einer auf mich zukommt, ja, beginnt dieser Heilungsprozess in einer Art Reflexion. Ich erlebe hier Liebe und vielleicht kann ich sie noch gar nicht nehmen, richtig. Und trotzdem spreche ich mich schuldig. Und kann aber jetzt selber wieder natürlich schauen, und wo klage ich an? Wo habe ich noch Groll und Hass? Und jetzt kann ich auf der nächsten Ebene, kann ich jetzt anfangen zu sagen, dann will ich auch nicht rechnen. Ich will nicht rechnen. Hört auf zu rechnen. Das Ego rechnet immer. Und die Rechnung ist eine blutige Rechnung. Es geht um Hass, um Rache, um Vergeltung. Und wenn ich da so aussteige, wäre das ein schöner Schritt auf einer nächsten Ebene, weil wenn der mir das schenkt, könnte ich ja motiviert sein, anders die Welt anzuschauen, eben, obwohl ich es gar nicht verstehe. Und sage, ja, wie ist das möglich? Wie können Sie mich denn lieben, wo ich das doch getan habe? Und es gibt Beispiele dafür in der Welt und im Internet kommen manchmal solche Sachen, ja, wo wir sagen, mein Gott, hier ist jemand über seinen Schatten gesprungen. In gewisser Weise, ja. Also jemand, dem was Schlimmes angetan wurde, der geht auf den Täter zu und lädt ihn ein. Ein Gespräch, eine Verbindung einzugehen mit ihm. Und das ist gelebte Vergebung und Heilung. Es ist eigentlich ein Heilungsprozess für beide. Es ist der eine Gottessohn scheinbar in Zweien da oben und die schauen sich hier an. Deswegen fand ich das Beispiel von der Conny heute so schön, ja, in dem Vergebungsprozess, wenn die sich anschauen, dass da reflexiv sozusagen, ja, reflektiv diese Prozesse in Gang kommen, man sieht den Schmerz und spürt den eigenen und eigentlich wollen wir ja auch, wir sind ja auch Wesen in diesem Modus, wir wollen Heilung, wir wollen auch helfen, aber wir brauchen ja selber Heilung. Und das ist dann der hilflose Helfer. Der rennt durch die Welt und will nur noch retten und helfen. Dabei braucht er selber Hilfe. Versteht ihr? Wenn ihr nicht mehr retten müsst, dann könnt ihr retten. In gewisser Weise. Dann, das Helfen braucht eine innere Basis und das ist auch Selbstheilung. Dass wir selber aus dem Schuldmodus rauskommen. Rudolf Steiner hat das schön erkannt. Er sagte, die meisten Taten der Liebe in der Welt werden aus der Schuld geboren. Hat er mal in einem Vortrag gesagt, fand ich stark. Eine tolle Aussage. Da ist was dran. Ja, wir üben uns in der Liebe, indem wir unsere alten, verrückten Sachen, die wir da begangen haben, wieder in Ordnung bringen wollen. Aber das ist natürlich alles noch Schuldprogramm. Das müssen wir eben auch sehen. Versteht ihr? Und dann entstehen hilflose Helfer, die eigentlich verzweifelt sind und nur noch zwanghaft helfen müssen. Das ist es ja auch nicht. Das hat noch nichts mit Frieden zu tun, mit unserem wahren Selbst. Denn wir glauben immer noch an Schuld. An unsere eigene. Die andere nicht mehr zu hassen, ist der eine Schritt. Aber das letzte große Hindernis auf dem Weg zum Frieden ist der Selbsthass. Und das ist vielleicht das Schwerere. Sich selber zu hassen, das kriegen wir auch alle noch hin. Das ist das Problem. Weil wir uns nicht vergeben für das, was wir getan haben. Und das nennt der Kurs. Und niemand erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Das ist diese berühmte Stelle, die vor dem Wort kommt und in die Ewigkeit, wo alles eins ist, kam eine kleine Warnidee geschrieben. Der Angriff auf sich selbst ist der scheinbare Angriff auf Gott. Wir glauben, wir haben so gemacht, puff. Und eigentlich haben wir es so gemacht. Wir haben uns selbst gerichtet. Wir haben uns ja abgeschnitten vom Leben. Über den Ego-Virus, den wir da gefressen haben. Und sind in Wahnwelten gerutscht. Und sind Umherirrende seit Jahrtausenden, seit Inkarnationen, ja, wie auch immer, in welchen Albträumen auch immer, und suchen nach Erfüllung und Frieden. Aber dieser Schuldmodus ist eben das. Schuld ist Klebstoff. Ego-Klebstoff. Klebt sehr gut. Klebt sehr gut, dramatisch gut. Mach einem anderen Schuldgefühle und er wird das tun, was du von ihm haben willst. Er wird dir das geben. Genau das läuft da ab. Kurze Frage, Michael? Ja, kurze Frage. Die Stelle im Kurs, die du eben angesprochen hast, wo war die? Und niemand erinnert sich
Seite 680 irgendwo ist es, 685, musst schauen, vor der Stelle auf der linken Seite, dann in der unteren Hälfte, habe ich das so bildlich vor mir, da steht das. Rechts steht oben und niemand und in die Ewigkeit war alles eins, es kam eine kleine Wand. Und links steht dann auf der Gegenseite in der unteren Hälfte und niemand erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. 680, irgendwo in der Ecke ist es. 670, 80, irgendwo. Ziemlich. Oder 580. Such mal schön. Mein Gott, ist doch euer Buch. Macht doch, was ihr wollt. Aber es ist eine hohe Zahl. Ich sag's euch. Irgendwo liegt es da. Ja, ich hab doch nicht hier alle Zahlen im Kopf. Ich mach mich verrückt hier. Gut. Wir müssen zum Punkt zurückkommen. Der Punkt ist, weil hier dieser Urkonflikt ist, erleben wir hier Mangel. Wir bauen hier eine Mauer gegen die Liebe und dann beklagen wir uns da oben, niemand hat mich lieb. Keiner liebt mich. Ja? So, und wenn dir einer sagt dann, ja, aber Gott liebt dich doch, glaube ich nicht, habe ich noch nicht gemerkt. Wo ist er denn? Ja, ich sehe nur meine schwierigen Leute um mich herum und so weiter. Das ist doch klar, wir singen Klagelieder. Das sind alles Klagelieder. Ne? Im hochtragenden Begriff Elegien. Ne? Das sind Klagelieder auf hohem Niveau. So, und jetzt suchen wir hier, und das ist leider eben das Vertrackte an der Geschichte, ständig nach Ersatz. Wir suchen nach einem Ersatz für die Liebe. Das kann die Karriere sein, das können große, auch Talente. Nisargadatta Maharaj war fähig, schöne Gedichte zu schreiben. Und sein Meister sagte ihm eines Tages, lass das mal, du liebst es zu sehr. Da ließ er es. Nicht, dass ihr nicht Gedichte schreiben dürft, es geht um die Frage, wie ihr es tut. Tut es und vergesst es, das sind dann gute Gedichte. Versteht ihr, wo ihr einen egomanen Genuss daraus zieht und euch darin sonnt, egoman, und es gar nicht mehr loslasst, ja, nach dem Motto, mein Gott, was bin ich für ein Dichter, ne? Ja, das ist nicht der Punkt, darum geht es ja nicht. Wenn ich aber die Dichtkunst in den Dienst stelle am Ganzen, Und ich stehe zur Verfügung mit diesem Talent, zur Heilung aller Menschen. Sei es drum, ist alles okay. Ob wir dann Bilder malen, Häuser bauen, Gedichte schreiben, Gärten anlegen, es darf alles sein. Ja? Das ist okay. Die Frage ist immer, wie ich es erlebe, wie ich es tue. Aber sein Meister sagte ihm, lass es mal, du liebst es zu sehr. Er sagt, es floss mir auch so aus der Hand. Es war einfach genial. Es gefiel mir sehr. So, und jetzt kommen wir, merkt ihr das? Es gefiel mir sehr. Jetzt kommen wir zum Saft der Dinge. The juice, der Saft. Wir wollen den Saft der Dinge, den Saft der Welt, den Saft, streng genommen, unserer Projektionen, unserer Bilder. Wir haben Bilder projiziert und wir lieben sie. Wir knuddeln sie, wir verhätscheln sie, wir bekämpfen sie auch manchmal, wenn sie unangenehm sind. Wir projizieren die Schuldteile da rein, wir projizieren aber auch die Sehnsucht nach dem Himmel in Bilder. Tun wir alle, ist völlig normal. Das leckere Essen, der Cappuccino, Italien, weiß der Himmel was, schöne blühende Zitronen, ne? Das Land, wo die Zitronen blühen und so weiter, der deutsche Sehnsuchtsmythos nach den Höhen Italiens. Da kann man richtig abdrehen. Ne? Genau, das geht den Schweizern wahrscheinlich auch so. Und den Österreichern. Ne? Genau. Und das ist verführerisch. Und was wir da eigentlich tun, ist, wir suchen einen Ersatz für die Liebe. Für den Geist. Das ist ganz klar. Wir gehen in die Formenwelt. Und wir lieben Formen. Deswegen gibt es sowas wie Sammler. Die Sammelleidenschaft. Ob das jetzt Gummibärchen sind, Mickey-Maus-Figuren, Autos, Antiquitäten, Briefmarken oder sonst was, eigentlich völlig egal. Das Objekt ist auswechselbar, austauschbar, ist ja klar. Aber die Sammelwut, die Sammelleidenschaft ist, mehr ist noch besser, sagte das Ego. Hast du noch was? Kann ich noch was aufkaufen?
Ja, ich als Jugendlicher, was habe ich gemacht? So ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch ein Thema ist. Als junger Kerl, da mit 14, 15 rutschte ich in den Eisenbahnwahn rein. Nicht? Also ich kaufte Züge und Loks und Schienen und auf jedem Flohmarkt war ich präsent und sahnte gleich ab und holte mir alle Märklin-Teile und was es so gab. Ja? Ich hatte nachher eine Eisenbahnanlage, die war so groß, die füllte den ganzen Keller. Nicht? Mit 64 Loks und Zügen und also es war irre. Ne? Ja, und irgendwann war das ausgereizt. Irgendwann merkte ich, das bringt's nicht. Und heute lässt mich so eine Anlage ziemlich kalt. Ich gucke da noch mal kurz hin, wenn ich es im Schaufenster sehe, ist einfach nett. Ja. Dann zieht das an mir vorbei. Oder die Quarter Horses. Nee, ich bin ja Pferdefreund. Und neulich, ich habe es letztes Jahr erlebt, bei einem Freund in Südtirol, der ein Quarter Horse hat und der drehte da seine Runden auf seinem Platz da. Und er sagte, willst du mal? Ja, sag ich, setz mich mal drauf. Und ich habe da auch meine Runden gedreht und stieg wieder desillusioniert dann ab nach ein paar Minuten und dachte, naja, war es das schon? Das war es wohl. Es ist vorbei. Und das ist gut so. Das sind Enttäuschungen. Aber noch nicht mal schmerzhaft, weil ich habe ja was anderes. Ich weiß ja immerhin doch ein bisschen hier, so, das kann ich ja nicht leugnen, dass hier etwas anderes in mir ist und das suche ich eigentlich und da ist der Frieden. Und nicht, indem ich auf dem Gaul da über Felder hopple, ne? So wie ein Wahnsinniger. Das ist klar. Das ist gelaufen. Nein, das ist vorbei. Das habe ich ganze Inkarnationen lang gemacht in Montana und so weiter, Wyoming und South Dakota und wo auch immer ich da rumgegeistert bin, ja? Durch den Wilden Westen. Vielleicht kennen wir uns ja nachher. Kann durchaus sein. Man weiß es ja nie. Aber es ist gelaufen. Es ist gelaufen. Ja, auf Arte lief jetzt so eine Sendung. Zwei, die auf dem Pferd da rumreiten, von Texas nach Montana. Gefilmt. Schöne Bilder, die Landschaften. Also es berührt mich schon ein bisschen, so gebe ich schon zu. Ne? Müssen wir jetzt nichts vormachen hier. Ne? Also, aber ich weiß, es bringt's nicht. Da kann ich rumhoppeln, wie ich will. Tagelang mir den Arsch aufreiten, ja, sonst was rein. Es nützt mir nichts. Es schenkt mir keinen wirklichen Frieden. Oder ich erlebe da nicht diese Liebe, die ich eigentlich suche. Ja, dann wäre dann Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung, schon besser als Trainingsfeld. Als nur so ein paar Pferde in der schönen Landschaft. Ja, ist doch ziemlich trocken und einsam dann am Ende. Nicht? Und interessant ist, wenn Leute in die Einsamkeit gehen, da werden auch Farmer gezeigt, die völlig allein leben. Wisst ihr, was die machen? Die fangen an, Gedichte zu schreiben, die fangen an, Bilder zu malen, die werden kreativ, die gehen in die Kunst, irgendwie in die Literatur, die lesen plötzlich Bücher, ja, und erbauen sich daran, weil sie merken, es ist ziemlich leer hier, eigentlich läuft hier nicht viel. Sie suchen auch, ja, sie gehen irgendwo in eine geistige Sphäre, in eine Aktivität und bis sie dann irgendwann merken, ja, da ist noch was ganz anderes, ne? Und das könnte ich erleben. Und dann wird es spirituell natürlich geistig interessant, dass sie dann die innere Quelle langsam entdecken. Also die Frage ist für uns eigentlich immer, wie komme ich nach innen? Nicht in der Welt absaufen. Nicht, dass wir die Welt bekämpfen und verneinen und schlecht finden und verurteilen, das bringt gar nichts. Je mehr ich die Welt bekämpfe, umso stärker wird sie in mir. Die hat mich. Was ihr bekämpft, das hat euch. Grundsatz Nummer 1, ist völlig klar. Was ihr lassen könnt in Frieden und auch in einer Wertschätzung aus dem, was mal war, und es waren nette Zeiten mit den Pferden, ist gelaufen und das ist okay und jetzt lasse ich das los. Und da bin ich auch nicht traurig drum jetzt, dass das nichts mehr bringt. Weil es ist ja was anderes, wonach ich mich eigentlich sehne. Und da möchte ich hin. Ja? Und dass wir merken, der Saft der Dinge, den ich rausziehen will aus den Dingen, den suche ich in allen Objekten und Dingen dieser Welt, der Illusionswelt, hier in diesem Bereich. Und das hat in der Regel mit Formen auch zu tun. In irgendeiner Form drückt es sich aus. Und diesen Saft zu hinterfragen, ja, so, und das vielleicht dann mal den zu spüren, dass das eigentlich ein Täuschungsmanöver ist. Es sind Täuschungen. Und dass ich da mitmache oder nicht mitmache oder vielleicht eine Freiheit habe zu entscheiden, mache ich da jetzt mit oder nicht. Ist doch interessant, wenn mir Leute sagen, du, ich habe eine völlig neue Erfahrung gemacht, ich habe jetzt 3 Wochen kein Fernsehen geschaut und habe mal ein paar Bücher in die Hand genommen. Und mir geht es subjektiv besser. Ich fühle mich zentrierter.
nicht so viele Bilder da und das, der ganze Zirkus, ja, sondern ich habe mal was gelesen. Natürlich auch inhaltlich vielleicht was halbwegs Gescheites, ne, was uns noch tiefer nach innen bringt. Etwas Erbauliches. Ja, die Bücher von Nisargadatta Maharaj, die liegen bei mir da immer rum. Und manchmal lese ich nur ein Kapitel, nur so einen Absatz, nur einen Satz. Und schon bin ich wieder in dieser Energie drin, in dieser Sphäre und weiß, ja, da will ich eigentlich hin. Ich erinnere mich daran. Und das ist hilfreich, so damit umzugehen. Einfach mal zu testen, wie es ist, wenn ich gewisse Dinge lasse. Und natürlich, wir brauchen etwas anderes dann auch. Oder halten wir die Stille aus? Können wir regungslos im Bett liegen und die inneren Filme, den Hunger mal beobachten? Den Frust, dass etwas gerade nicht läuft, sich nicht so erfüllt, ja, wie ich es mir wünsche? Ich habe das ja einmal erlebt. Einmal bin ich wirklich einer Geschichte auf den Grund gegangen. Es war mit einer Ex-Freundin von mir, die nie kam, die verschob immer die Termine. Ja? Also ich komme dann am Mittwoch, na, am Mittwoch wird nicht Donnerstag, na, es wird Freitag, nächsten Montag dann am Abend. Und ihr merkt es, irgendwann kommt der Frust. Ne? Und es kam solch ein Groll in mir auf und ich merkte, jetzt reicht's mir. Mein Frieden ist doch nicht von ihrem Verhalten abhängig. Es hat doch, das Problem liegt doch in mir. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und gesagt, ich stehe hier erst wieder auf, wenn ich im Frieden bin. Ist natürlich schon gewagt, ne? So ja. Da weiß ja nicht, wie lange das dauert, ja? Aber so ein paar Stunden habe ich mir schon gegeben. Ich dachte, setz mal schon ein paar Stunden ein. Und ich sage euch was, ich hab gerungen. Und zwar ging es, die Bewegung war die, ich spürte immer wieder in das Gefühl gehen, ja, in diesen Groll, in diesen Frust und das Aber. Und dann ging ich natürlich auch wieder weg, weil man will da ja eigentlich nicht rein. Man denkt ja, dann gibt es doch noch Ablenkung, können wir doch was anderes machen. Ist doch egal, ich soll mir doch einen Buckel runterrutschen und so weiter. Ja, ich habe doch noch Alternativen. Nein, eben keine Alternativen. Kein Ersatz. Keine Zeitschrift, kein, ja, was auch immer, DVD und irgendwas anderes. Keine anderen Bilder. Ich sagte, ich will durch dieses Gefühl jetzt durch. Ich gehe da rein. Die Welle will ich untersuchen. Es braucht also wirklich hier Power vom Beobachter und Entscheider. Sonst kommt ihr da nicht dran. Und da habe ich es wirklich erlebt, nach circa 2,5 Stunden, immerhin, relativ schnell, ne? Also 2,5 Stunden ist ja noch nicht die Welt, da passierte es. Ich ging da durch und plötzlich machte es Knall sozusagen und es war frei. Plateauerlebnis, Schwingen. Ich hatte ein Genussgefühl über Wochen. Es hat wochenlang angehalten und da war etwas verändert. Ich merkte, ich brauche die gar nicht. Ich bin nicht von ihr abhängig. Die kann mir gar nichts geben. Ich erlebte einen inneren Frieden, ein sattes Gefühl, eine Fülle. Dachte, Donnerwetter, es geht doch. Es geht doch, ist doch möglich. Aber da muss ich erst mal hinkommen. Seht ihr, und das ist manchmal Knochenarbeit ein bisschen. Ich gebe es zu. Das war uns da zentriert, ja. Für mich ist dann nur wichtig, auch den anderen wieder rauszunehmen aus diesem Kinderdenksystem und wirklich sagen, doch dich kann ich da hin. Richtig, das kann man auch als Wertschätzung, ist völlig klar, auch im Sinne, keine Anklage mehr und sie hat mir da ja geholfen, nicht? Eigentlich hat sie mir geholfen. Sie hat mir immer eine Wurst hingehalten und hat sie weggezogen im letzten Moment, ne? Und ich immer wieder hinterher und hinterher, ne? Und irgendwann sagst du, also, das ist doch ein blödes Spiel hier, ne? Jetzt will ich etwas verarschen, jetzt mache ich nicht mehr mit. Und dann, gut ist es immer im Leben, wenn ihr merkt, oh, jetzt bin ich wieder ganz auf mich zurückgeworfen. Jetzt muss ich wieder im eigenen Garten graben. Jetzt gibt es keine Hintertüre. Wie man im Deutschen so sagt, Arsch auf Grundeis. Jetzt bin ich aufgelaufen. Jetzt muss ich ehrlich werden. Ja, ich kann nicht mehr manipulieren, ich kann nicht tricksen, ich komme da nicht raus. Das Gefühl ist so stark, ja, ich kann da rumeiern, wie ich will, es bringt alles nichts. Ich muss mich dem stellen. Und das war für mich sehr schön, diese 2, 2,5 Stunden, so in dem Dreh war es. Ich habe immer wieder gesagt, und ich gehe da, ich bitte um die Hilfe, natürlich die geistige Welt einladen. Es ist immer sinnvoll, allein machen wir sowieso nichts da auf diesem Weg, das ist ja klar. Die geistige Welt, alle Wesenheiten, die der Liebe und der Weisheit Gottes dienen, hat ein Interesse daran, dass wir das schaffen. Und immer wenn wir motiviert sind, da durchzugehen, freuen die sich natürlich, so sage ich das jetzt mal. Ja? Und da ist
eine Handreichung von oben oder innen, wie auch immer ihr es ausdrückt, natürlich gegeben. Davon können wir ausgehen, selbst wenn wir es noch nicht gleich spüren vielleicht. Aber sie lieben uns. Und das wurde mir mehrmals gesagt, innerlich. Reinhard, wir lieben dich. Ich dachte, was ist das jetzt? Wo kam das her? Wer redet denn hier, ja? Was soll das? Wirklich, ich war verdattert, ich war geschockt. Was soll das? Ihr liebt mich? Wo denn? Wie denn? Ja, natürlich, klar, wir wollen da was sehen, wir wollen was erleben, ja. Aber das eigentliche Erleben ist hier im Geist, hier, nicht eigentlich hier und nicht da oben. Da oben, wenn es nett läuft, ja, seid dankbar, wenn ihr zu essen und zu trinken habt und der Job klappt und ihr verdient auch was, ist ja alles nett und schön, darf alles sein. Aber das Eigentliche ist woanders. Das sollten wir wissen. Man kann Liebe und Frieden nicht kaufen. Es ist eigentlich sehr gerecht. Das ganze Geld nützt euch nichts. Ihr könnt es noch nicht mehr essen. Das ist ja dieser verrückte Glaube an Geld auch. An diese Illusionsform, nicht? Geld, Körper, Mobiliar verschieben auf der sinkenden Titanic, wie ich immer sage. Kann ich mir die Liebe nicht von jemand anders holen, wenn ich dem jetzt helfe? Sag ich mal, also wenn ich jetzt ein Helfersyndrom habe. Ah, das sind dann weitere Tricks auf hohem Niveau. Genau, mein lieber Michael, das habe ich befürchtet. Genau. Ja, genau. Dann werde ich ein guter Mensch und kriege so die Liebe und Aufmerksamkeit der anderen. Das sind dann Varianten des egomanen Vorgehens. Wenn, was weiß ich, ich die besten Kekse backe in der Nachbarschaft und alle anderen übertrumpfe und dann geliebt werde von allen Kindern oder wie auch immer das ist, ja, was auch immer wir da geben und tun, richtig. Nicht, dass wir nicht helfen dürfen an sich, es kommt immer auf das Wie an, wie ich was tue. Tut es und vergesst es, erwartet nichts. Noch nicht mal ein Dankeschön. In dem Moment, wo ich einen Dank erwarte, da will mein Ego gehätschelt werden, ne? da will ich, ne, so einen kleinen Orden bekommen. Und wenn ich weiß, es war okay, wenn der andere dankt, ist das für ihn wichtig, aber nicht für mich. Für ihn ist es eigentlich wichtig, ja? Für uns ist es vielleicht wichtig, auch mal zu danken für die Führung, für die Hilfen, für den Frieden, für was auch immer, wie wir das erleben, ja? Das ist für uns schon wichtig, für den, der dankt, ist es wichtig. Aber Gott braucht unseren Dank nicht. Das wäre verrückt, weil da gibt es ja auch keinen Mangel. In dem gibt es keinen Mangel. Mangel gibt es in der Gefangenschaft hier, wenn wir da festhängen in der Matrix. Den Saft zu gewinnen aus den Dingen der Welt ist uns Lust und Sieg. Jetzt habe ich's. Ich habe den Grand Prix gewonnen und das ist natürlich Saft pur. Michael Schumacher 93 Mal. Wow, 93 Mal. Das Buffet war abgefuttert. Da gab es nichts mehr. Was willst du denn da noch toppen? Und dann kam die Verzweiflung in ihm hoch. Der Mann war verzweifelt. Nur Verzweifelte fahren gegen die Felswand. Das war ja nun die dümmste Variante, die man sich vorstellen kann. Aber man muss wissen, er war verzweifelt. Sonst hätte er das nicht machen müssen. Er hat doch das gemacht. Er hatte einen Konflikt. Was nützt uns das Buffet, ja, wenn es noch so reich gedeckt ist, wir haben es leer gefuttert und merken, ich habe aber immer noch Hunger. Und das Ego sagt, und was machen wir jetzt? Was können wir jetzt noch draufsetzen? Da fängt er an, Motorrad zu fahren. Ja, was Dümmeres gab es ja wohl nicht. Ich wusste, der will sich umbringen. Der sucht den Tod. Und das ist der Todesimpuls. Das Ego will nur eins, unser Tod. Und danach geht es trotzdem weiter. Ne? Wenn wir dann uns suizidiert haben, hängen wir im Jenseits rum und dann geht es da wieder weiter. Weil das Problem liegt ja nicht im Körper, es liegt im Geist. Die Suizidalen glauben, das Problem liegt darin, dass ich hier in einem Körper rumrenne. Jetzt eliminiere ich den Körper und glaube, ich bin im Himmel oder Frieden oder es ist Schluss, es gibt nichts mehr. Aber wenn ich doch Geist bin und nur von Trennung träume, bin ich ja immer im geistigen Zustand, in dem ich bin. Ich bin immer da. Wir werden immer da sein. Das Blöde ist, wir werden leben müssen. Die Frage ist nur, in welchem Zustand. Wir werden leben müssen. Hier kommt niemand raus. Wie mir mal eine Klientin sagte, Herr Lier, ich habe die Befürchtung, ich komme hier nicht raus. Ja, ich sage, vergessen Sie die Idee vom Selbstmord. Ich weiß, worauf Sie anspielen. Sie Schlingel. Sie kommen nicht raus. Hermann Hesse, Harry Haller. Der Steppenwolf.
verurteilt zum ewigen Leben. Na genau das wollte er nicht. Genau, genau, genau. Und jetzt rennt er durch Spiegelkabinette, hört verzerrte Mozartmusik und ist verzweifelt. Und sieht nur seinen eigenen Wahnsinn. Den Urschuld, Konflikt in der Spiegelung zu Menschen, zu Dingen, der Hunger, die Verzweiflung. Ja? Menschen sind verzweifelt und Verzweifelte neigen zu Verrücktheiten, neigen zu Aggressionen, neigen zu Verzweiflungstaten. Das ist normal, das geht uns allen mal so. Das ist uns allen schon passiert. Und deswegen sollten wir auch Mitgefühl mit uns und mit allen Tätern haben. Täter sind Verzweifelte. Sie brauchen unser Mitgefühl. Das beschreibt die Anita Moriani in ihrem lesenswerten Buch Heilung im Licht. Sehr schön, wie sie auf der geistigen Ebene ist und die Engel sieht und viele Szenen und Täter und Missbrauchsopfer, auch sexuellen Missbrauch. Und sie sieht, wie der Engel mit allen Mitgefühl hat. Er kann sich in alle hineinversetzen und spürt einfach eine ganz tiefe, große Liebe mit allen. Na, da wollen wir hin. Das ist es eigentlich. Da würde Heilung geschehen. So, wie viel habe ich noch? 20 Minuten. 20 Minuten, das geht. Inklusive Überziehung. Den Saft zu gewinnen, sagte ich, ist uns Lust und Sieg. Warum denn Sieg? Es ist der Sieg über Gott. Ich habe was Besseres gefunden. Ich brauche dich gar nicht. In dem Film Jenseits von Eden, ja, Steinbeck hat das ja, ist ja das Buch, in Kalifornien spielt es, kennen wir ja alle wahrscheinlich, den Klassiker mit James Dean. Da sagt der Sohn ringt ja, James Dean, um die Liebe, Karl ringt um die Liebe seines Vaters und er bekommt sie nicht. Er verkauft dann Bohnen, er handelt, er spekuliert, hat $5,000 zusammen und ersetzt dem Vater seinen Schaden, den er geschäftlich da zu erleiden hatte und will ihm das Geld geben. Und der Vater sagt, ich will dein Geld nicht. Ja, so dein schmutziges Geld. Es ist nicht ehrlich, es ist nicht sauber verdient, als würde hier Geld eh irgendwann sauber verdienen. Es ist sowieso alles hier, hier klebt überall Blut und Tränen an allem dran. Ja? An jedem Stuhl, an jedem Tisch ist klar, was ist hier schon sauber? Eine saubere Welt gibt es hier gar nicht. Aber er will sauber sein, der Vater, und distanziert sich von seinem Sohn. Und das ist die berühmte Szene, wie Dean dann, der Caleb, seinen Vater umarmt im Schmerz und das Geld hat er in der Hand und lässt es fallen und ringt um die Liebe des Vaters. Und dann wendet er sich ab, geht raus, ja, und sagt dann später, wie er seinem Bruder dann gezeigt hat, dass die gemeinsame Mutter noch lebt und eigentlich eine Prostituierte ist, ja, nicht, in Monterey. Und dann geht er zurück zum Vater, ich brauche deine Liebe nicht mehr. Das mit der Liebe rechnet sich nicht. Jetzt will ich sie gar nicht mehr. Ich gehe jetzt weg, ich mache mit dem Geld mein eigenes Geschäft auf. Ja, das ist das Bild vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nicht? Er bekommt diese Liebe scheinbar nicht, nicht weil der Vater sie nicht gibt, hier sieht es natürlich so aus, ja? Sondern weil wir eigentlich ursprünglich Nein gesagt haben. Nicht die Idee der Trennung. Also die Geschichte wird dann natürlich angepasst an den Ego-Modus. Und im Ego-Modus gibt es einen Gott, der rächend und eifernd ist. Und auch Teile der Sohnschaft verwirft. Führe Krieg gegen dieses Volk. Lösche sie aus. Ein heiliger Krieg. Da gibt es sowas wie heilige Kriege im Alten Testament. Da habe ich mich schon immer gefragt, was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Was hat das mit Gott zu tun? Das ist ein seltsamer Gott. Ich weiß nicht, ob ich dem begegnen möchte. Lieber nicht. Also wenn der so ist wie ich, im träumenden Ego-Modus, will ich dem nicht begegnen. Da weiß ich nicht, wie ich bei wegkomme. Deswegen, diese Gottesbilder sind Ego-Projektionen auch. Das müssen wir sehen. Wo wir Fragen an die Bibel haben, an die Theologie, die sie uns letztlich nicht richtig beantworten kann. Man weiß nicht so, die Gerechtigkeit Gottes schwer zu verstehen. Da blickt keiner durch. Ein Mysterium heißt es dann. Aber zu erkennen, dass wir diese Liebe eigentlich suchen und sie doch ja, nicht nehmen können, auch aufgrund des Urschuldkonflikts und dann alternativ umschwenken in Objekte, dann suchen wir sie in den Dingen der Welt und wollen unseren Sieg über Gott nochmal feiern, indem wir sagen, ich habe es geschafft, jetzt habe ich Frieden und Macht.
Er stand auf seines Daches Zimmer und schaute mit vergnügten Sinnen auf das besetzte Samos hin. Genau, nach dem Motto, ich hab's hingekriegt, auch ohne dich. Und dass der Konflikt auch zwischen Kindern und Eltern, dass sie irgendwann aus dem Elternhaus nicht, da wiederholt sich das, das Kind greift die Eltern an und will ihnen sagen, gell, du magst mich nicht mehr. Ich beweise dir, dass es keine Liebe gibt. Der Konflikt ist schon in den Kindern vorher drin. Das bringen die ja alles schon mit. Wie mir mal eine Frau sagt, die Tochter hat sie richtig angegriffen, die haben sich da gekabbelt, ja, und dann hatte die Mutter mit dem Fingernagel bei der Tochter am Arm eine Wunde verursacht und es blutete etwas. Ja, kein Drama. Und die Tochter sagt, schau, schau, du willst mich umbringen, umbringen willst du mich. Bah, da brach alles aus. Merkt ihr, das ist der tiefste Urkonflikt, der da aufbricht, wie sie das sieht, dass die Mutter sie eigentlich umbringen will. Das glaubt hier jeder. Das ist das berühmte Bild, nachts um 12 ist da ein Mann auf dem Friedhof im Busch und im anderen Busch da im Wald ist ein anderer Mann und jeder hört das Rascheln des anderen und denkt, ein Mörder, ein Mörder. Genau, jeder projiziert, der so gut er kann. Das ist völlig normal. Gut, wir glauben an die Bedeutung und den Glanz der Dinge. Das ist eigentlich unser Thema hier, ja? Besondere Liebesbeziehungen, die dann zur Hassbeziehung werden. Dann sind wir enttäuscht, dann bekämpfen wir die Objekte, dann wird es verdammt zum Beispiel, ja, und was auch immer. Ob ich etwas überschwänglich begehre und in dem Sinne liebe, ja, und mich da drin schwelge, oder ob ich es bekämpfe, ist eigentlich dasselbe. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Beides schenkt keinen Frieden. Beides bringt gar nichts. So sucht und treibt uns der Hunger an. Wir suchen immer reizvollere Bilder, die wir eigentlich projizieren. Das sind Projektionen. Da draußen ist ja gar nichts. Wir sehen nur, was wir sehen wollen. Wir nehmen nur wahr, was wir wahrnehmen wollen. Dieser Satz gilt auch. Das ist schön herausgearbeitet worden durch die Suchtarbeit, den Suchtprozess von Ann Wilson Schäff, mit der ich mich sehr beschäftigt habe, meine Zeit lang, der Co-Abhängigkeit, das berühmte Buch, ja, der Suchtprozess. Nicht? Der Süchtige sieht das, was er nimmt wahr, was er wahrnehmen will. Und die ganze Wahrnehmung ist verzerrt, sie ist ja nicht nüchtern. Deswegen ist der Schritt in die Heilung immer die Nüchternheit. Wir müssen nüchtern werden. Wer lieben können will, muss nüchtern sein. Wahnsinnige lieben wie die Wahnsinnigen. Eine Affenliebe, ein Verhätscheln, ein Terrorisieren. Ich hab dich ja so lieb. Und dann wirst du schon das tun, was ich von dir erwarte, gell? Aber so direkt sagt es keiner. Genau. Ja, das ist verrückt. Das sind die verrückten Spielarten der egomanen Liebe, die eben keine Liebe in Wahrheit ist. Es ist eine besondere Liebes- und Hassbeziehung. All das geschieht im träumenden Geist und diese Vorgänge verlassen diesen Geist hier nicht. Sie können das nicht angreifen, die Liebe selbst, Gott. Gott kann nicht böse auf uns sein, die Liebe, wenn wir ihn nie angegriffen haben. Wir haben uns angegriffen. Und niemand aber erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Wir haben uns zerstört oder verletzt, sagen wir mal. Und an diesem Urkonflikt leiden wir. Der ist besonders gut zu sehen bei Psychosen. Ja, ich habe meinen Vortrag über Psychosen gehalten, der da sehr differenziert ist. Und zwar an dem Buch, was es leider nicht mehr gibt, ein sagenhaftes Buch. Ich bedauere, dass es nicht mehr aufgelegt wird. Aus entrückten Welten, Psychosen und Erleuchtungszustände verstehen, von Edward M. Podfohl, ein sagenhaftes Buch, das wird jetzt für 180 Euro bei Amazon gehandelt mittlerweile, also schade, es wird nicht mehr aufgelegt. Ja? Der Psychotiker hat ein Erweckungserlebnis, er erinnert sich an seine Sehnsucht nach Gott und dann rutscht er in eine Tiefenspaltung rein. Er sieht in sich den Schattenbereich und bringt die beiden Hälften nicht zusammen und daran zerbricht er. Er wird zwanghaft. Er glaubt, dass das hier wirklich ist und dass der Teufel sozusagen um ihn ringt, um ihn sozusagen abzubringen von diesem Weg zur Liebe. Und dann bekämpft er das Ego.
Und in dem Moment werden wir selber egoman. Wenn ich das Ego bekämpfe mit seinen eigenen Mitteln, mache ich ja bei ihm mit. Und dann merke ich gar nicht, dass ich in der Festplatte, ich hänge im Programm fest, ich komme nicht mehr raus. Das Ego kann man nicht bekämpfen, weil da macht man es wirklich. Der Urkonflikt der Kirche. Die Kirche hat den Irrtum wirklich gemacht. Sie hat gesagt, ja, wir sind sündig. Und Sünden sind Sünden. Die können nicht in dem Sinne vergeben werden. Das ist eigentlich Todsünde. Ja? Und der Kurs sagt, diese Sünden sind nur Irrtümer. Und Irrtümer kann man korrigieren. Gott sei Dank. Wie es gerade angefangen bedeutet das auch zum Beispiel den Teufel mit dem Beelzebub austreiben? Ja, richtig, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, genau, richtig. Mit Buß- und Geißelübung und so weiter machen wir uns selber fertig und, oder andere Maßnahmen. Folter, die Inquisition war dieser Versuch. Die Inquisition hat ja noch mehr Schmerz, noch mehr Schuldgefühle, noch viel mehr erzeugt, auch in der Klerikerkaste. Die wurden ja zu Tätern. Und da gibt es bei Ludwig Ganghofer, ich glaube, der Mann im Salz oder wie das hieß, das Buch, da beschreibt er das, wie ein Kleriker, ein Vorgesetzter, den anderen besucht, der gerade zur Inquisition aufruft, ja? Und da sagt der, der ihn besucht, und bei dir ist der nicht der Teufel? Da sagt er, nein. Fragt er ihn, und bei dir, du bist sicher, bei dir ist er nicht? Ja, er merkt es gar nicht. Er merkt nicht, was er tut. Er ist voll drin. Das Ego will nur eins, dass wir leiden, dass wir Schmerzen erleben. Entweder Lustgefühle ad infinitum, ja, also die Ekstase pur, aber egomane Ekstase, nicht? Und ein Triumph über Gott oder den Wahnsinn des Schmerzes und der Qual und des Elends, richtig, ja. Und aus dieser Spannung lebt es. Also immer schon die Goldgräberstimmung, ist auch so ein Gefühl, ja. So an der Börse, Goldgräberstimmung, ne? Die sind ja alle im Zittermodus, die sind ja alle im Mandolinzitter, das sind alles Süchtige, ja? Angst und Gier, das ist alles Ego, kein Frieden. Solange ich glaube, diese Welt kann mir was geben, bin ich im Modus, ne? Gefangen. Und das zu durchschauen, ist sicherlich Teil der Ernüchterung und diese Ernüchterung führt am Ende zur Heilung. Der Ernüchterte, der Enttäuschte ist der Heilung näher als der, der noch im Wahn lebt, ganz klar. Jede Lust, und das will niemand hören, jede Lust im Ego-Modus hat als Schattenseite den Schmerz. Wir werden mit Schmerz bezahlen. Das will keiner hören. Das ist nicht lustig, klar. Ja? Lust und Schmerz sind zwei Seiten einer Medaille. Das hat mit Freude ja nichts zu tun, diese Lust. Diese Lust ist, was quetsche ich noch raus aus den Dingen der Welt? Ich will den Saft. Ich mach dich fertig, ne? So, ich quetsche aus anderen raus, was geht. Ob ich das im Arbeitsmarkt mache, dass die noch ein bisschen schneller arbeiten im Akkord und noch ein bisschen mehr und noch schneller und noch mehr. Oder ob ich das in Beziehung mache, wie auch immer wir das anstellen. Es ist egal, es ist dasselbe. Der Schmerz folgt auf jede Lust, denn Erfüllung lässt sich nicht in Körpern oder in diesen Phänomenen, Projektionen der Welt finden. Verzweifelt greifen und beißen wir uns an den Dingen fest, ja? Und essen sie auf. Wir essen das alles. Ideen, Bilder, Konzepte, die Dinge der Welt, das sind Bilder, die wir auch wieder essen. Wir projizieren sie und wir essen sie. Wir wollen das sein. Wir verlieren uns darin. Und das ist alles irgendwo verrückt. So ist kein Frieden zu erreichen. Der Saft der Dinge ist ein blutiger Saft. Kein Zitronensaft, blutig. Ganz klar. Und wir bezahlen dafür. Genau. Gut. Die Frage ist, wie lange sind wir zwanghafte Wiederholungstäter? Wann merken wir es, dass es so nicht geht? Ja? Wann merken wir, dass sich etwas hier nicht rechnet und dass wir diese Tricks durchschauen? Und wenn wir es merken, dann können wir aussteigen. Mit der Hilfe der heilsamen Impulse aus der geistigen Welt. Das ist natürlich klar. Ja, wir müssen uns andocken. Wir brauchen Symbole, um hier die Brücke zu bauen zwischen diesen beiden Teilen. Dass der Entscheider-Beobachter hier andockt. Und dazu hilft zum Beispiel Bruno Gröning. Ja, Heiler, große Gestalten, Brückenbauer sozusagen, die immer wieder in diese Welt geschickt wurden. Heilige, Pater Pio, was auch immer. Für guten italienischen Katholiken ist Pater Pio der Renner. Ne? Wenn er ihn ernst nimmt,
kann er sehr viel daraus schöpfen, kann er sehr viel damit erleben. Es ist, und zwar, was da gemacht wird, ist der Glaube an Pater Pio, ist ein Delegieren der eigenen Macht und Entscheidung an ihn, dass er was für mich tun kann, was ich selber direkt nicht bewirken können, zu bewirken können meine. Weil ich fürchte mich ja vor meiner Macht in meinem Geist. Das Ego hat uns geistlos gemacht. Wir wissen nicht mehr, dass wir eigentlich Geist sind. Das haben wir ja vergessen. Denn würden wir das erkennen, wäre das für das Ego die größte Gefahr, dass der, wenn einer seine Macht im Geist erkennt, nehmt Nordkorea, wenn dann nur ein paar die Macht in ihrem Geist erkennen, dass sie da nicht mitmachen müssen, dass sie mit einer anderen Haltung diesen ganzen Wahnsinn anschauen können, Vergebung zum Beispiel, dann wäre das der Beginn der Revolution. In der DDR hat es über 40 Jahre gedauert. Das haben ganz schnell ein paar gemerkt, damals in den 50er Jahren oder Ende des Krieges, was da lief. Aber es hat ein paar Generationen, zwei Generationen gedauert, bis vielen klar wurde, hier stimmt was nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Und irgendwann baut sich das auf und dann platzt die Blase. Und dann gehen Menschen wieder weiter. Ja? Na gut, jetzt sind wir im Kapitalismus angekommen, ist dieselbe Luftblase, ne? Dieselbe Luftnummer. Nur jetzt, das Problem liegt natürlich ein paar Etagen tiefer. Bitte. Du sagst Brückenbauer und ja. Vorhin hast du aber ganz radikal gesagt, das eigentlich Göttliche weiß nichts von unserer Täuschung. Ja, eine gute Frage. Und das scheint ja jetzt Widerspruch. Das scheint ein Widerspruch zu sein, genau. Die Welt hilft uns, also ja. Wir müssen Brücken oder auch in einer göttlichen Inkarnation, Christus verbindet das Menschliche mit dem Göttlichen. Also es kann ja nicht so eine radikale Trennung geben. Ja, wir sind radikal und doch paradox. Jetzt kommt die Auflösung. Gott, wenn ein Kind träumt, die Eltern kommen ins Kinderzimmer und sehen, das Kind liegt im Bett und träumt und wälzt sich im Bett hin und her, also ein Albtraum, ja, und schreit da rum. Dann schickt der Vater, die Mutter, schickt eine Stimme in den Traum des Kindes und sagt, ja, Markus, bitte aufwachen, nicht laut, nicht, ja, aufwachen, dann kriegt er einen Herzinfarkt, ne, dann fällt er aus dem Bett, ne, nein, sanft, nicht, aufwachen, man holt die Menschen, wenn man sie aufweckt, langsam aus ihrem Schlaf, man schickt eine Stimme rein. Auch der Wecker, der morgens um 6 klingelt, ja, ist ja immer so ein Schockerlebnis, der wird oft in die Traumhandlung eingebunden und erscheint wie ein Symbol. Und jetzt wird das Teil des Traums, dieser Wecker, der uns eigentlich rausholt, damit wir dann halbwegs sanft doch aufwachen können. Hochinteressant. Ja? Das sind diese Ebenen, wo das Geistige sozusagen aus der Barmherzigkeit heraus sieht, da ist eine Notwendigkeit und wir schicken da mal was rein. Obwohl eigentlich alles ein illusionärer Vorgang ist, obwohl eigentlich alles nie passiert ist und wir eine Reise machen, die nie vorhanden ist, ja? Die es nie gegeben hat. Das ist eigentlich das Paradox wiederum, ist völlig klar. Aber wir glauben ja hier zu sein, gell? Genau, und deswegen war ja ein gewisses Thema. Und insofern macht es Sinn für mich, diese Brücken, Pontifex, Brückenbauer, nicht? Das ist ja dieses Bild, dieses schöne auch, ein stimmiges Bild für mich auch im Katholizismus, dass wir diese Brücken benutzen können, um darüber zu gehen, in einen anderen Bereich, nämlich hin in Richtung Liebe, vor der wir uns aber zugleich auch fürchten, weil wir haben ja nicht die beste Meinung von uns selbst. Nach dem Motto, ich bin so schuldig, du kannst doch nicht mit Liebe kommen. Wenn die Liebe kommt, haben wir erstmal negative Aspekte und sagen, das Ego sagt uns, pass auf, der Hammer kommt noch. Wenn du dann durch die Himmelstür gegangen bist, dann macht es boing und dann liegst du in der Ecke und dann hat er dich. Eigentlich der Tod des Egos. Genau, nur das Ego stirbt. Aber wir halten uns für das Ego. Wir halten uns für die Person, die hier zu sitzen scheint. Das ist ja unser Problem. Das ist ja das Paradox. Und in dem Sinne haben wir dann Angst. Obwohl Jesus sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst zurückkommen. Und ich sage, das kannst du ja wohl nicht ernst meinen. Das glaube ich nicht. Jetzt, so eben mal, die Tür geht auf und wir könnten durchgehen. Wer macht denn das? Also folgen wir dem Lehrplan, den der Heilige Geist, so diese höhere Ordnung aufgestellt hat, damit wir sanft erwachen. Die berühmte Stelle im Kurs dazu lautet, ja, sinngemäß, du musst dich nicht sorgen, dass du von einem Moment zum nächsten in den Himmel erhoben wirst. So wird es nicht laufen, weil du hättest nur noch Angst und würdest Nein sagen. Und Jesus sagt uns an anderer Stelle,
Sag wenigstens nicht nein. Sei still. Ja sagen kannst du noch nicht. Wir haben Angst. Also um diese Angst zu wissen und mit ihr sinnvoll umzugehen, ist sicherlich ein Teil unseres Weges in Sachen Heilung. Ist ganz klar. Jeder hat hier Angst. Allein wenn es an den Gedanken geht, wir müssen heute Abend um 18 Uhr sterben. Physisch. Und würde jeder sagen, ja, also das macht schon was mit mir. Also was mache ich denn jetzt noch nicht schon? Können wir noch was retten? Ist noch irgendwas? Was willst du denn da retten? Was willst du denn retten? Du musst gar nichts retten. Du kannst nichts mitnehmen. Du kamst mit nichts. Du gehst mit nichts. Ja, da wird ja, was soll denn da laufen? Du nimmst es einfach hin. Hin Richtung 18 Uhr. Punkt. Und sagt dann Eckart Tolle, toller Moment zum Erwachen. So kann man doch nutzen. Ja, ja, aber so prickelnd findet das erst mal keiner. Ne? Genau, genau. Ja. Also insofern gilt für mich mein etwas provokanter Wunsch an Jesus, ich möchte schnell erwachen, aber sanft. Vielleicht ist das unmöglich, ich weiß es nicht. Aber man soll ja nichts für unmöglich halten. Der höheren Macht ist ja einiges möglich. Insofern baue ich da schon auf habe ich Vertrauen in diese Führung. Und das hat mit Hingabe zu tun. Nicht? Dass wir den Lernprozess, den Lehrplan haben wir nicht unter Kontrolle, aber wir sind da mittendrin und er dient uns. Und dieses Vertrauen, das hat für mich der Kurs sehr schön als Qualität auch mir geschenkt, dass ich ein Vertrauen habe, denk nicht über Erleuchtung nach und bin ich schon erwacht und dieses ganze Pipapo, das ist auch, es wird dann zum Ego-Spiel, das wissen wir, die Gefahr ist immer da. Und Hans hat ja sehr schön darauf hingewiesen, auch gestern im Vortrag, ja. Das ist gefährlich. Wer war wer? Diese blöden Inkarnationsspiele da und so, ja. Und alle waren sie irgendwo bei Jesus und Jünger und all diese Spiele. Lass das, das bringt alles nichts. Das sind alles nur Bilder. Ja, besser ist es, sich da einzufügen in das größere Ganze und das Vertrauen zu haben. Es ist alles bestens geregelt. Und da gibt es so eine schöne Stelle im Kurs über den Tod. Also sich wirklich klar zu machen, der Tod ist eine Idee, die allen Gefühlen zugrunde liegt, die nicht zutiefst glückliche sind. Also genau. Mit jeder Trauer, mit jedem Groll leben wir schon Tode. Also genau. Ich habe mal gesagt, der Tod ist die größte Erfindung des Egos. Also eine tolle Erfindung. Eigentlich eine verrückte Idee, aber wir haben sie gefressen. Wir haben sie gefressen, wir sind schon 1000 Tote. Wie man so sagt, da bin ich 1000 Tote gestorben. Was heißt denn das? Das meinen wir ja in dem Moment nicht physisch. Aber wir sind da bei dem Inhalt dieses Prozesses, ja? Klar, ein paar Tote müssen wir sterben, vielleicht nur einen in dem Sinne, und das ist der Ego-Tod. Und der geht scheibchenweise. Ich bin schon öfters gestorben, also nicht nur physisch in Vorleben oder was, das ist das kleinste Problem, aber es geht um diese scheibchenweise, das scheibchenweise Sterben, wo ich wieder was loslasse, Illusionen, enttäuscht bin, auf mich zurückgeworfen bin, wieder allein da hocke und mich aufraffe. Hinfallen ist nicht schlimm, nicht aufstehen ist schlimm. Ich stehe wieder auf und gehe weiter und weiß aber, jetzt ist wieder etwas abgefallen. Und das ist gut so. Das ist gut so. Wenn ich nichts mehr habe, ich stehe noch da. Ich stehe an der Straße, halte einen Daumen hin und vielleicht komme ich nach Neapel. Und dann kann ich da Teller waschen und verdiene mir mein Abendessen. Irgendeinen Weg gibt es immer. Das fügt sich, das ist das kleinste Problem. Wichtig ist, dass ich weiß, ich bin nicht Reinhard Lier. Ich bin nicht diese Person. Ich bin ein geistiges Wesen, das in diesem Teil hier wurzelt. Und das soll zur Praxis werden, zu einer inneren Ahnung, Erfahrung, diesen Frieden schon zu wählen und da immer wieder in diesen Bereich zu gehen, anzudocken. Darum geht es eigentlich. Heilung wählen. 2 Minuten? Okay, kein Problem. Kurze Übung. Bevor du Schluss machst, Reinhard, möchte ich nur was durchgeben. Ja, okay. Sonst ist okay. Eine heilsame Übung ist das Beobachten, ja, wenn ich in Bildern der Sehnsucht schwelge und Egoman gierig zu greifen beginnt. Das sind Greifbewegungen, das kennen wir alle. Wir greifen. Wir sehen da was, weiß ich, auf dem Flohmarkt, ein Riesenbuffet mit Flohmarktartikeln und da sind wir schon innerlich am Greifen und dann in die Tasche stecken und handeln und machen und tun. Ja? Und diese Begeisterung, die da drin liegt, ist auch ein Ersatz für die Liebe, weil wir gierig sind. Nicht, dass ihr nichts kaufen dürft. Kauft es, genießt es, freut euch, aber durchschaut es, dass es nicht den höchsten Frieden schenkt, den ihr eigentlich sucht.
Und irgendwann merken wir, Parkplätze allein sind es auch nicht. So, vor Münchner Hauptbahnhof am Freitag um 12. Die Engel oder was auch immer, woran ihr glaubt, das kriegen die schon hin. Aber Jesus sagt, und du willst wirklich nur Parkplätze? Du willst keinen Frieden? Ja, ich will Parkplätze, ich brauche jetzt einen Parkplatz. Nicht? Und bis ich dann mal erkannte, in München ist das ja echt ein Problem, Parkplätze zu finden, meine Angst, keinen Parkplatz zu finden, ist doch das Problem. Das, die sollte ich vielleicht mal, anstatt da dauernd wie ein Blöder rumzubeten und tausend Engel da in Bewegung zu setzen und zu sagen, ihr müsst mir bitte helfen, ich brauche da einen Parkplatz. Nein, ich habe die Angst dann mal angeschaut, dass ich keinen Parkplatz verdiene. Meine Schuldgefühle, nämlich dahinter, die Schuldgefühle führen zu dieser Angst, dass ich keinen bekomme und da ewig rumgucken muss und genervt bin. Das sind nämlich Selbstbestrafungsprogramme. Versteht ihr? So kann man mit dem Kurs sehr schön praktisch arbeiten. Nochmal zurück. Wir beobachten, wenn wir in Bildern schwelgen und die Sehnsucht haben, dass das jetzt was bringt, ja? Ob formal, konkret, wir haben was vor uns, so, was auch immer, die neuen Dinge gekauft, wie auch immer, oder in der Fantasie. Und dann meine Antwort zu diesem inneren Vorgang, ganz ruhig. Ich vergebe mir dafür und lasse die Angebote des Egos an mir vorüberziehen. Und wenn ich sie genossen habe, ist das auch okay. Dann lasse ich das auch wieder los. Zu genießen und zu vergessen, das ist die Kunst. Aber nicht noch in der Erinnerung jahrelang dran festzuhalten. Oder Monate oder Wochen oder Stunden. Ja? Ich brauche nur die Liebe Gottes, von der allein ich erhalten werde. Nur im Geiste Gottes finde ich Frieden. Das ist eine Entscheidung, das zumindest mal zuzulassen und glauben, fühlen zu wollen. Und das öffnet schon wieder innere Prozesse und Türen. Gier und Nüchternheit schließen einander aus wie Angst und Liebe. Gier und Nüchternheit. Die Nüchternheit ist nicht sehr begehrt, stelle ich immer wieder fest. Da sagen mir dann die Leute, also ich sag dir was, dann ist es ja im Himmel langweilig. Da ist ja nichts los. Ja? Die Gier will Spannung, das ist Ego-Spannung. Die Nüchternheit führt in einen Frieden, der wohltuend ist und uns entspannt und das befähigt uns dann zu lieben. Ein gieriger Mensch kann doch nicht lieben, der kann nur benutzen. Der quetscht den anderen wie eine Zitrone aus und sagt, ich hole alles aus dir raus, was ich brauche. Wirst schon sehen, ich mache dich fertig. Das hat doch mit Liebe nichts zu tun. Hungrige, wie sollen Hungrige einander lieben? Osho hat das schon schön erkannt, Bhagwan. Er sagte, wenn zwei Minusse zusammenkommen, gibt es doch kein Plus. Jedenfalls nicht in Partnerschaften. Ja, Minus mal Minus ergibt noch ein größeres Minus, die sind noch verzweifelter, noch hungriger. Also irgendwo müssen wir mal nach ihnen finden, aber es ist natürlich ein wechselseitiger Prozess. In der Begegnung mit dem anderen wird uns der Hunger bewusst und dann können wir wieder nach innen gehen. Nicht? Wir haben die Werkzeuge, es ist ja vieles da, wenn man um die Geistesschulung weiß. Und dann können wir echt einen Weg gehen, auch miteinander gehen, in einer Beziehung, bin ich fest von überzeugt, es ist möglich. Ja? Aber dass ich immer wieder in eine bewusste Reflexion komme. Und dann empfehle ich vor allem eins, zwei Schlafzimmer. Zwei Zimmer, wo sich jeder mal zurückziehen kann, jeder in seinem Bereich. Wenn zwei immer aufeinander hocken wie die Wahnsinnigen, das ist furchtbar, das ist symbiotisch. Das kann nicht gesund sein. Ich sehe es immer wieder, es ist sehr gesund, wenn man sich zurückziehen kann und bei sich wieder ankommt. Und dann kann man den anderen anders anschauen und auch zu lieben beginnen. Dann ist was ganz anderes möglich. Ja? Dann fühlt er sich nicht gierig begehrt, sondern liebend begehrt. So vielleicht. Ja? Wir üben. Wie gesagt, ich bin bescheiden geworden. Von der Liebe wissen wir noch nicht so viel. Wir sind auf dem Weg. Wir üben. Aber dass wir vielleicht gewisse Missverständnisse dann lassen können. Gut. Jetzt haben wir es.